Ich in Delikus hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Missbrauch von Kindern, insbesondere in Institutionen, ist ein abscheuliches Verbrechen. Darin sind wir uns einig. Wir dürfen das nicht bagatellisieren, wir dürfen das nicht verharmlosen, indem wir sagen, das gab es schon immer und das wird es immer geben. Ich glaube, auch darin sind wir einer Meinung. Und das Parlament ist in der Mitverantwortung, wenn es darum geht, Kinder zu schützen. Und auch darum wäre ich gern mit Ihnen einer Meinung. Wenn man aber so die Medien in den vergangenen Tagen und Wochen beobachtet hat, konnte man das nicht so wirklich draus lesen. Man hat sich angeschaut, was die Ministerinnen dazu getan haben. An dem höchsten Punkt, wo man geradezu darauf erpicht war, zu handeln, die Dinge beim Namen zu nennen, nichts zu vertuschen und schonungslos aufzuklären, haben uns die Medien ein Schauspiel von drei Ministerinnen, von drei starken Frauen, Zitat, geliefert. Ein Schauspiel, worin sie sich gezankt haben, worin sie Zwistigkeiten hatten, wo es nicht klar war, wer ist für was überhaupt, wer hat die Kompetenzen. Sie haben Parteipolitik gemacht, sie haben Ressortinteressen vertreten, sie haben einzelne Interessensgruppen geschützt, verdeckt. Sie haben uns ein Schauspiel geliefert und sie haben sich nicht der Frage gestellt. Und das müssen Sie sich vorwerfen lassen. Und wenn Sie, Frau Leutheiser-Schnarrenberger, und vieles von dem, was Sie gesagt haben, habe ich sehr geschätzt, wenn Sie heute hinstellen und sagen, wir holen uns Anregungen von dem runden Tisch, frage ich Sie, Sie waren doch schon mal viel weiter. Sie waren auch in dem, was Sie gefordert haben, schon viel weiter. Warum stehen Sie nicht dazu? Sie haben doch genau das Richtige mal gefordert, zu sagen, wir brauchen eine Aufarbeitung der Verbrechen. Das brauchen wir und da reicht ein runder Tisch auch nicht aus. Wir brauchen unabhängige Stellen. Auch das haben Sie mal gefordert. Stehen Sie doch dazu, weil das ist richtig. Wie soll das denn funktionieren an einem runden Tisch ohne klare Kompetenzen, dass die Betroffenen sich selbst analysieren sollen, sich selbst kritisieren sollen, dass sie gucken sollen, was bei Ihnen selbst kaputt gegangen ist, falsch gelaufen ist. Das wissen Sie doch. Sie waren doch schon viel weiter. Setzen Sie sich doch durch. Lassen Sie sich doch hier nicht einlullen von Ihren Kollegen und lassen Sie sich auch nicht aufschwatzen. Ein runder Tisch wäre der richtige Ort, um so etwas zu gestalten. Wir brauchen da nicht die Anregungen. Wir brauchen eine schonungslose Aufklärung. Wir müssen rauskriegen, wie es dazu kommen konnte, dass so etwas überhaupt passieren konnte, welche Umstände dazu geführt haben, welche Rahmenbedingungen dazu geführt haben und was wir tun können, damit nicht nur eine Aufklärung stattfindet, sondern damit so etwas in Zukunft nicht wieder in der Form vorkommen kann. Damit wir nicht über 200 und mehr als 250 einzelne Berichte hier vor Ort berichtet kriegen, das muss doch unser Ziel sein. Und an Ihrem runden Tisch ist immer noch nicht ganz klar, was wollen Sie? Einen Rechercheauftrag gibt es nicht, einen Analyseauftrag, einen Ermittlungsauftrag gibt es nicht. Es ist überhaupt nicht klar, wer was wie veröffentlichen wird. Und noch eins, auch wenn man nach vorne schaut, gerade die CDU-Fraktion, die immer gesagt hat, Kinderrechte sind in der Verfassung, deshalb brauchen wir sie nicht noch mal aufzunehmen, dann nehmen Sie doch diesen Auftrag ernst. Dann sagen Sie doch, dass es hier auch um die Kinderrechte geht, dass wir das in den Vordergrund stellen. Dann agieren Sie doch auch so. Dann nehmen Sie sich selbst doch mal ernst. Und davon ist leider nichts, aber auch gar nichts zu spüren. Frau Schröder, Sie sagen davon, dass es keine Schutzräume für Pädophile geben soll. Dann konkretisieren Sie. Was meinen Sie? Was soll das sein? Wie wollen Sie das verhindern? Was sind Ihre Antworten? Sagen Sie uns nicht Sachen, die sowieso jeder weiß und jeder kennt. Sagen Sie uns, wie Ihre Vorstellung ist, wie Sie handeln wollen. Wir wollen Sie handeln sehen. Wir wollen Sie nicht nur reden sehen. Wir wollen Sie auch nicht lavieren sehen. Denn an diesem Punkt haben wir die Verantwortung im Parlament und in der Regierung. Und wir lassen viele auch Opferverbände alleine. Ich nenne Ihnen da nicht nur Charité, Wildwasser, Zartbitter. Viele Frauen, die Tag für Tag mit den Opfern arbeiten. Auch sie kommen in unseren Debatten nicht vor. Kinderschutzbund, Kinderschutzhäuser, auch die müssen Sie einbeziehen. Auch die fühlen sich im Moment alleine gelassen. Sie fühlen sich im Stich gelassen. Unser Auftrag lautet schonungslose Aufklärung und konsequent die Kinder schützen. Und das ohne Wenn und Aber. Und das ohne Lavieren und das nicht mit unverbindlichen runden Tischen, sondern mit einem klaren Handlungsauftrag. Und das fordern wir von Ihnen ein.